get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on. Was geht, Freunde? Wir reagieren heute auf Rapplerü, Runde 3, Folge 2 von 3. Und zwar, ja, wer die andere Folge verpasst hat, die gab's auf Slumplights. Ich werde es auch mal hier hochladen, gucken, wie es euch gefällt, hier auf dem Kanal. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiles Format von Sammy. Für die, die Rapplerü kennen, ihr werdet es jetzt einfach sehen. Genießen einfach, Freunde. Lasst mir gerne Like, Kommentar, Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Und am Freitag um 18 Uhr, Freunde, gibt's einen Retourendrop von den Beanies auf der Wurf. Für die, die immer noch eine Beanie wollten, das wird dann die letzte Möglichkeit sein, das sind die Retouren. Und ihr könnt in der Videobeschreibung für mich voten zum Upcoming Stream of the Year, Freunde, mit E-Mail-Adressen, nimmt da gerne mehr. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da supporten würdet. Wäre sehr, sehr cooler Award für uns. Und ja, Freunde, küsst eure Herzen, Video, Like, Kommentar, Abo da lassen, Follow auf Instagram da lassen, kurz vor 100k, Slums ab, wir gehen rein. Rapplerü 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rü.de. Mach's gut, Masen. Was bisher geschah? Ich fühle das nicht. Da kommen auch keine Bilder in meinen Kopf, gar nichts. Ich fühle den Beat einfach nicht. Genau, Bruder, was soll das? Bruder, wir sind 2 Minuten hier, ja, ich höre doch gerade. Ich lasse auf mich wirken, ja. Du hast mich geknallt. Ja. Ey, by the way, Chat, wir haben sehr viel Liebe auch von Rapplerü gekriegt. Also die Jungs haben das auch gepostet und so. War, fand ich sehr, sehr cool, wie gesagt. Sehr, sehr nice, sehr korrekt. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat, so jetzt einen Song direkt aufzunehmen. Versucht immer als Gruppe zu bleiben. Versucht eine Lösung zu finden. Ich verarsche, komm her. Was ist das? Du hast 1,5 Stunden scheißt euch an gegenseitig so. Bin sehr gespannt auf die Folge, sag ich euch, wie es ist. Sehr gespannt sogar. Ich hab keinen Geburtstag. Also wie gesagt, ich liebe die Produktion bei Rapplerü. Richtig Film. Geil. Real to the motherfucking one baby is in the building, man. Wo bin ich hier eigentlich, ja? Was macht ihr mit mir? Was habt ihr vor mit mir? So, jetzt kommt die erste Gruppe. Bin schon mal gespannt. Blind unterwegs. Hamdi. Heute nur auf wilde Blindheit. Walla, heute auf miese Big Brother Kidnapping. Ich hoffe, ihr habt mir Tupac hingestellt, Walla. Als ich mit den Augenbinden hier durch den Gang gelaufen bin, dachte ich erstmal, Bruder, wir schwimmen einfach bei böse Big Brother Filme, Bruder. Ich dachte, ich wurde jetzt mies, Bruder. Ich dachte, ich komme jetzt in Käfigkämpfe raus. Bruder, was sind das für Filme hier, Alter? Alla, Gio. Ich sehe nichts, schau aus. Hallo? Ja, ich weiß, Gio, haben jetzt Bruder, Scheiß. Oh nein, guckt euch an. Was ist hier los, Alter? Wo sind wir, Jungs? Bruder, ich hab Augenbinde angehabt, dies, dat. Ich lauf hier durch, Bruder, alles eng. Ich seh nichts, Bruder, alles dunkel, Cousin. Man konnte nicht mal schummeln, dies, dat. Ich hab gar nichts vor Augen gesehen, Cousin. So, auf flauschig. Ich schaff mir mit. Es ist was anderes, was man sagt. Ich bin gefangen, verdirrt. Bitte Gott, hör meine Stimme. Boah, mal sehen, mit wem ich in Gruppe bin, Bruder, Alter. Du halt. Ist die Tür offen hier? Ja, Bruder. Okay, Alter. Okay, irgendein 2 Meter Rash auf jeden Fall. Wer ist der Bruder? Wahnsinn. Wahnsinn. Je, je, brennt in der Haus, Bruder, für sie Seasons. Yo, ich seh gar nichts, nigga. Es ist alles dunkel. So, mal gucken, die Stars bis jetzt. Ey, yo, ja, ich höre. Stark, stark. Sind wir drin? Sind wir drin? Wagwan. Drin, wa? Je, je. Sieht mir nach einer strammen Gruppe aus, ja? Je, je, je. Yo, sag mir. Ah, stark. Easy. Das. Yo! Yo! Ja, ich sag jetzt schon, Chat, ich glaube, die Gruppe fickt gleich alles, Real Talk. Oh, wer kann?
ab. Was geht's recht, Bruder? Willst du gerade hören, meine Stimme? Was geht, Bro? Alles gut bei dir? Ich bin halt null so ein deutscher Newcomer drin. Ich sag ehrlich, ich kenne auch sehr viele nicht von hier, Chat. Aber ich will die jetzt kennenlernen. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Um was geht's da? Armin, ich erkläre es einfach nochmal für die Leute. Die Jungs sind jetzt in einer Gruppe und die müssen jetzt zusammen einen Song erstellen und den am Ende präsentieren. Genau. Und der wird dann, also die Gruppe wird dann immer nach jedem Song und so vorgestellt. Das ist sehr, sehr geil, meiner Meinung nach. Die letzte Folge fand ich Wahnsinn. Bro, alles gut. Jetzt sowieso. Geil, Bruder. Freut mich, Bruder. Offiziell, Playboy. Ey, was ist das? Bro, Combination. Behindert, Bruder. Ich sag aber ehrlich, es ist viel Straße hier drin, ja, Jungs. Straße hier. Da kann man nichts dran machen, Bruder. Nichts machen, Bruder. Was soll man machen? Geil. Aber Lee, ja. Bruder, wir machen einen wilden Kracher. Das wird schon, ja. Das wird schon. Ach, das wird am Ende nur mehr als ein Döbel auf jeden Fall, ja? Ist doch. Geil. Jungs, ja. Krachus. Krass, das hätte ich nicht erwartet. Okay, lass knacken. Lass knacken direkt rein. Lass knacken. Komm direkt rein. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst davor, mit wem ich in eine Gruppe komme, sag ich ehrlich, einfach so um zu gucken, so, weil man muss auch wissen, ey, ich bin speziell, ja, Leute checken einfach nur nicht meinen Film, offiziell, die wissen nicht, ich bin krass, aber ich glaube, mit dem Song hat man bewiesen und so, und keine Ahnung, als ich reinkam, habe ich mich am Ende sehr gefreut, weil das waren genau die Leute, mit denen ich mich angefreundet habe, mit denen ich mich am besten verstanden habe, so, auch wenn wir jetzt musikalisch nicht genau dasselbe machen. Ja, ey, wir wurden einfach abgeschleppt. Ja, ich schwör's dir. Mein Gott. Oder was ist das? Nee, ja, sag ich ehrlich. Oder wir sind aus dem Hotel rausgekommen, alle mit guter Laune, ne? Ja. Wir gucken so ganze Straße Lecko sein. Einfach Auto war weg, oder? Ha, tschüss. Auto war weg, Bruder. Nein. Auch die anderen, oder was? Oder die haben uns geknallt, alle weg. Scheiße, aber stark, dass du noch gekommen bist. Ich schwöre. Ja, sag ich ehrlich. Stark, Bruder, sehr stark, offiziell. Auf die 1, Jungs. Nein, Jungs, ich würde sagen, auf die 1, Bruder. Lass schon mal. Bruder, pass mal bitte diese Glas und so, du weißt. Bitte schön, mein Brü. Ich bin gerade so Fleisch, wir wollen nicht berühren. Verstehst du? Lass das mal. Auf die Session heute. Auf die Session, Jungs. Ich hab gerade richtig Bock, was die jetzt raushauen. Session, yo. Haben die bei Icon 4, das habe ich auch schon gehört, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Spannend, sowas, die Dinge, aber wie gesagt. Jungs, die Bruder. Kai, Bruder. Mein Gesser. Amdi. Habibi Gio. Habibi. Brel, mein Gio. Du weißt schon, Bruder. Egal, das zählt. Ich bin der beste Mann. Auf euch, Jungs. Du bist die Lage brennt. Yo, yo. Brel, Mission Nummer 2. Yo, yo. Was geht, Jungs? Felix, der Producer. Big Mann, wie heißt du, Bro? Stellen Sie sich vor. Ich bin Felix, okay, ich bin neuer Producer für heute. Okay, korrekt. Und werde euch diese Session begleiten. Viel Erfolg, Aschall, viel Glück, Jungs. Danke. Viel Spaß. Sei lecker, Bruder. Ich schwöre. Stark, Bro. Mach dir keine Sorgen, wir sind da. Bruder, ich bin so mit die Konstellation und so, wie jetzt alles steht, dies, das, bin ich schon auf jeden Fall Maximum zufrieden, ja. Ich bin dicke also gespannt. Ich bin der Letzte, der sich hier beschwert, Bruder. Habt ihr schon irgendeine Idee? Bruder, ich hab eine Idee. Ich hab Bruder. Ehrlich ein bisschen Angst, weil ihr seid ein bisschen zu dreckig, ihr beiden, Bruder. Ja. Also ich liebe eure dreckige Flows, verstehst du? Bruder, wir können das dick kombinieren, Bruder. Wir können das dick kombinieren. Ja. Wir haben dich als Straße, wir haben Nuat Allrounder, wir haben mich Allrounder und wir haben Brill dicke Melodik, Bruder. Ja, Brill dicke Melodik, da bin ich sehr gespannt jetzt. Küss deine. Eigentlich sind wir alle gut aufgebaut in dem, was wir machen, Bruder. So. Alex wieder da. Geil, ich feier das von Alex Sessi, dass er das Projekt so supportet, ernst. Hat ein stabiler Typ, geile Mucke. Warte mal, Bro, ich hab ein Haar in meinem Mund, Alter. Warte mal. Siehst du den? Digga, Digga. Ich seh einfach Alex Sessi, Bruder. Ich denk mir krass, Bruder. Krass. Alex Sesh, Allah. Nein. Nein, das am eskalieren. Ich küsse dein Herz, das am eskalieren. Ja, für die ist er einfach so Legende. Das ist zu geil. Das ist klar. Ja, Bruder, OL. Was soll ich dir sagen, Bruder? Authentic Athletic Cousin. Ich hab seine CD im Knast bestellt. Ich komme bei Rap La Rue, Alter. Stark. Ihr seid jetzt mein Team. Können wir dir was einschenken, Bruder? Warte, nein, ich muss noch fahren. Stellt euch erstmal vor. Wer seid ihr überhaupt? Bruder, ich bin der Berkay. Ja. Nur Musik. Mhm. Rapper. Okay. Berkay, woher kommst du? Nürnberg, Bruder. Bruder, wisst ihr, dass durch so Formate wirklich, also da können richtige Stars entstehen durch so Formate, ne? Für die Bubble. Das ist zu geil, wirklich. Ich liebe es. Ich bin Gio, Bruder, aus Paderborn. Mhm. Ja, das war's. Auch Rapper-Cousin. Baba. Ich bin Noah, Bruder, aus Münster-Ecke. Okay, auch Rap La Rue-Kandidat, Bruder. Stabil.
Ja, Bruder, ich bin Hamdi, ich komme aus Langfeld. Nee, Düsseldorf, Bruder. Künstler auch. Krass, okay. Du mein Bruder? Bruder, ich bin Brell, ich bin Playboy, ja, aka alleine, Magier. Alleine Bobby, danke. Alleine Bobby, der ist ja aus Icon gewachsen, das war bis heute, ne? Also, der geht ja gerade auf Tour mit Farid und Capo, das ist zu krank. Geil, Alter. Ja, okay, Sänger, ich komme eigentlich aus Köln, aber ich wohne jetzt in Berlin, Bruder. Okay, also, okay. Berlin, ich merke, Berlin hat dich Berlinisiert. Bruder, weiß, ich bin da. Okay, Bruder, das ist Montag, das tut so, Bruder. Ey, auf jeden Fall, Jungs, ich merke, ihr seid von überall. Das Baba, ja, gefällt mir richtig krass. Ein 12er oder so, Bruder, ich was ihr parat Fall, habt. Yo. Ich hätte auf jeden Fall eine Idee für eine Hook, Jungs. Das ist jetzt eigentlich nur Bobby, aber Bruder, Noxa, du darfst nicht vergessen, Bobby ist halt der so am bekanntesten, aber Bruder, ein Dorian hat trotzdem eine Million monatliche Zuhörer. Weißt du, wie krank das ist für die Musik, die die machen? Eine Million monatliche, das ist zu krass. Darf man nicht unterschätzen, vor allem für die Musik, die die machen. Das ist ja so eine... Du kannst es nicht mit einem, zum Beispiel mit einem, mit der Musik vergleichen, die ein Reezy macht. Die Musik, die ein Reezy macht, Bruder, die ist ja so, weißt du, das ist meiner Meinung nach, das, was die machen, ist ja richtig so dieses Deutschrap, so, weißt du, das hört nicht jeder hier. Ja. Dass du diese Kanaken-Rap, sagen wir es auf gut Deutsch. Jetzt A Cappella so, ne? Ja, Bro, kick einfach. So A Cappella, aber so auf einem geilen Beat, so irgendein Diddy 50 Cent so mit, Type. So mit Gitarre bisschen, ja, E-Gitarre-mäßig genau, bisschen, sowas. Bruder. Ja, Bruder, ja. So irgendwie irgendeine, ich hab so, es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Oh, wow, schon ja. Wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Fettler. Na, geil. Hey, zu Hause nur Drama, komm raus. Hook, Bruder. Ja, Bruder. Starke Hook. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn das passt, lass uns das nehmen. Lass oder wir können das, was, wir können abschauen, aber nach geil, Bruder. So. Ich sag dir so. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, hey, Jungs, ihr aber wisst doch, wie es läuft, Alter. Ey, stark, Alex, ich hab dir was anderes. Digga, der Vibe ist so geil im Studio gerade bei denen, ich feier Todes. Wir gewinnen aus, ich weiß das ja. Guck mal, wie sind wir? Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute auf einen Song. Bruder. Du machst die Hook? Ja, ja, ich in, ja. Und jeder ein Achter. Und jeder ein, Achter. Bruder. Aber man kann auch diese Achters verbinden auf 4, 4, 4, 4. Ist halt ein bisschen wenig, aber ihr müsst es nur mal probieren, um es mal zu hören, wie es vom Effekt für Ohr ist. Das Ding ist, die Lyrik ist halt immer so gleich. Krug, glaub mir, ich bin da bei dir. Aber Bruder, ich hab auch mal, also auch während ich Musik höre, aber Bruder, achte mal da drauf, über was die ganzen Ami-Rapper rappen. Bruder, also zum Beispiel Travis, ich liebe ihn. Oder wenn er noch einmal sagt, we don't fuck with 12. Bruder, immer diese, das ist sehr, sehr, also auch immer dasselbe, Bruder. Bruder, ja, es ist halt so, weißt du, es ist immer dasselbe, Bruder. Und du hörst was? Ja. Und dann ist nicht so, irgendwas ist doch zu lange oder doch zu kurz. Ich hab's letztens rausgekriegt, deswegen früher, ich brauch da die Hook oder irgendwas. Deswegen versuch mal, 4, 4, 4, 4 oder halt 8, 8 wird schon viel. Mhm. Das sind dann 1, 2, 3, das sind 4 Parts, das ist zu lang. Ich würde mal sagen 4, 4, 4 und in diese 4, ihr schreibt die Zeilen eures Lebens, also komplett, du weißt, was ich meine, Bratte, du hast die Chance, Digga, du fixst es, ihr müsst euch diese Gewinn holen, diese Preis, Bruder. Deswegen, diese 4 Bars oder jeder diese 4 Bars macht. Ein Achter sind 8 Bars, also weißt du, so Ding, wie man sich das aufteilt in der Musik. Ach, diese 4 Bars müssen die 4 Bars eures Lebens sein, Bratte. Ja, also für mich ist wichtig, wenn ich mit anderen Künstlern arbeite, dass es schnell geht. Dass wir ihn schnell verstehen. Dass, zum Beispiel, ich bin ja schnell. 8 Zeilen, ja, so kann man zu schnell. Ein Typ, so ich rap schnell, also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt oder so rap, ich meine so, ich mach schnell meine Arbeit. Ich fasse einen guten Beat auf, ich lasse ganz lange warten. Ich suche wirklich das raus, was ich brauche. Und ja, man, es kommt wirklich drauf an, dass diese. Einfach, dass alle schnell sind. Dass er Gas gibt und ich Gas gebe. Und dann entsteht diese Bombe und dann mag ich das so, das ist anders. Ja, das ist krass. Ah, okay, Bratans, dann würde ich mal sagen, baut erstmal diese Beat, macht alles fertig. Schreibt schon mal dies, das, bereitet euch ein bisschen vor, ich komme da nochmal vorbei und dann check ich nochmal ab, was ihr gemacht habt. Okay? Oder? Ja, Jungs, haut auf die Kacke, die Hook war krass, ich bin auf eure Parts gespannt. Bis später. Okay? Ja, Jungs. Ey, Jungs, mein Gott, du musst jetzt zerstören. Jetzt, Bruder, wenn er reinkommt, muss ein Brett schon fest. Digga, was nehmen wir für ein Beat? Komm, wer hört Travis für Lyrics? Diese Rapper hörst du auch nicht für die Lyrics, mein Bruder. Es ist der Vibe, mein Bruder. Es könnte kritisch werden, aber genau mit dieser kritische, mit dieser Herausforderung, das liebe ich. Ich bin damit aufgewachsen, Bruder. Mit dieses, du musst dich beweisen. Du musst aus einer Situation, die sehr merkwürdig ist oder vielleicht anders, einfach anders. Ja, und Money, genau. Die kriegen auch dicke Money anscheinend, ja. Umgehen, Bruder. Das ist so krass. E-Gitarre, Bruder, da ist die, da ist die. Gio mit der aggressiven Vape da im Hintergrund. Komm, setz mal ein. Ich hab mal. Setz mal her.
Es riecht noch Haschisch. Na 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 la 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 la. So entstehen Songs, Chat. So entstehen Songs. Man muss erstmal so den Flow finden. Ist geil, aber ihr habt gecheckt. Deep Lyrics. Jesus, Bruder, Walla Bila, guck mal, wer macht das so? 5 Minuten, Bruder, 5 Minuten lang. Ein tolles Team und gute Arbeit geleistet am Ende. Geile Melodie. Auf der Straße, wenn die meisten schlafen, schwarzes Geld aus der weißen Platten. Geil, daran würde ich auch setzen. Bruder, die Topline ist eigentlich schwarzes Geld aus den weißen Platten. Die Melodies würde ich beibehalten. Ja, die ich auch, ich muss in diese Richtung gehen. Ja, warum sind die so nah? Ich wollte gerade auch sagen, Bruder, chillt. Ich muss nur gucken, Bruder, weil ich bin nicht so der Sänger, Bruder. Bruder, mach das auch keine Sorgen. Aber ich will mich ja an euch so minimal anpassen auf irgendwie, weißt du? Da, Bruder. Es gab keine Schwierigkeiten so. Jeder hat straight gewusst, was er zu tun hat. Klar, wir sind alle anpassungsfähig gewesen, aber jeder hat das sehr gut gemacht, so, weißt du, also ist eigentlich alles glatt gelaufen, so. Oder aber du musst deinen Namen dann noch so sagen, so ja, richtig frech. Ich muss den Namen, aber der Name muss frech kommen. Richtig ja, sauber, dreckig. Ich probier einmal. Okay. Oder mach du das, Gio, ich ja, okay, probier. Okay. Viele SIM-Karten, Digi, ich mach Risse, mein Hut, mein Fittin. Und dann Gio. Wie heißt? Gio. Jungs machen, also ich feier, ich bin Fan von Gio und Berkay. Jungs, beide sehr dreckige Jungs, versteht ihr? Also ihr wisst, was ich meine mit dreckig. So, die sind sauber, aber die flowen dreckig, so. Ich check, was er meint, diese so Straße und so, dieses so, kennt dieses harte so, dieses Ding, das meint er, glaube ich, damit, dieses dreckige. Und ich liebe das, ich mag das, ich mag halt Straßenfilme und so. Auch wenn ich was ganz anderes musikalisch mache. Ja, geiler Vibe, Bruder. Die Viben fühle ich. Die sollten vielleicht bei Rappen bleiben und nicht bei Tanzen, aber ich feiere den Vibe. Studio ist, also Studio ist Maximum, Bruder. Mein G. Mein G ist wieder da. Und? Läuft? Oder läuft super? Oder lauter, mach mal los. Pass auf, Bruder, ich zeig dir, pass auf. Wesh, pass auf. Schon wieder Randale in Hood, haben die 5-2, macht Platz für den langen Felder Fuchs. Zeig den Adler in die Kamera wie Jerdon Chachiri. Ich Pirschen, der schiebt Arten, Gatte, Tova City. Oder Shuri, ich spiele die Gitarre nur für dich durch die Nachbarschaft. Zu viel Dramatik. Tschüss. Ohne Tune, ohne nix, Bruder? Okay. Ich bin sehr gespannt, Chat. Wir hören gleich den fertigen Song. Das kommt, Bruder. Oha. Keine Zeit wegen Södermund mit Bruder nach Amsterdam. Das Ding ist, ich kann auch so singen, Chat. Aber ich habe ein bisschen Halsschmerz und meine Eltern pennen. Ich will die nicht aufwecken, wisst ihr? Ja. Holla, krass. Respekt, Bruder. Meine Meinung zu Hamdi ist so, er ist krass. Also, mir wurde gesagt, er ist auf jeden Fall bekannt für seinen Gesang und sowas. Aber ich fand's krass, dass er das gemischt hat mit diesem Rap. Das war so unerwartet und somit zeigt er sich auch von der neuen Seite so, wirklich auch mit diesem Übergang in diese Gesang. Also ich sag dir ehrlich, das hat mich direkt gecatcht. Ich musste direkt schon so, ich konnte schon die Melodie direkt auswendig und das bei fast jedem Künstler. Und das fand ich brutal krass, weil das ist das, was catcht, Bruder. Das stimmt. Wenn du etwas direkt mitmachen kannst, Bruder, die sind krass, voila. Ich auch, Bruder. Okay. Warte. Mach ein bisschen lauter den Beat. Es riecht nach Haschisch, ich muss sehen, den und tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Vater. Alex ist so geil, guck mal, wie er lächelt, wie so ein stolzer Vater, ich feier das. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne sein nach. Ihr Outfit ist verbass, ich glaub nicht, Afara, du bist süß wie ein Butterkuss, ja. Meine Meinung zu Nuhat nochmal, separat. Bruder, der ist krass reingekommen. Er hat dann geswitcht in diesem Gesangspart. Das, was er gesagt hat, war auch sehr aktuell und nicht alt oder so. Also, der hat es krass gebracht, Bruder. Er hat mich direkt gecatcht und ich war direkt drin, Alter. Ey, ich sag euch ehrlich, Alter.
da ihr alle so verschieden gemacht habt, das also seid für mich gerade richtig krass, Walla. Da ist man ohne Scheiß. Man muss aber wirklich sagen, Chat, im Vergleich zur letzten Folge, überlegt mal. Da war ja auch eine Fünfergruppe, da hat es ja gar nicht funktioniert vom Vibe. Die hier direkt fünf Leute, Bruder, die haben sich so krass, ich feiere das übertrieben. Scheiß mal auf Kameras und so. Walla, ich sag das euch ehrlich, Alter, ihr habt das krass gemacht, Alter. Was für ein Style du gemacht hast. Miese Tür, wow, diese Hook. Dann mit diesem Blocklight-Panorama. Und dann der Brat, mit diesen noch gesungenen Sachen, was du gemacht hast, Bruder. Das war geisteskrank. Die sind für mich so... Alle. Das Frankfurter-Chat. Oleg Sesh ist ein Tam-Frankfurter. Perfekt ausgewählt, jeder von denen. So, die passen so krass zusammen. Das ist wie, ich habe schon vorhin gesagt, Sexe Dasson aus Deutschland. Die singen, die rappen, die machen das so krass, Walla. Und ich feiere auch die Melodien sehr, sehr ab. Ja. Einmal Welle für OL, Alter. Ja. Sehr stark. Ich kann euch nur sagen, macht weiter so. Macht noch so ein paar Songs, Alter. Hört gar nicht auf. Versucht das weiter so aufzuteilen. Das ist auch nicht schlimm, wenn der zweite Song wieder so aufgeteilt ist. Du kannst aber den dritten auch nochmal anders aufteilen. Also immer spielen. Das ist wie ein Puzzle. Ja. Weißt du, ich meine, das muss nur passen vom Gefühl. Ja, Mann. Nur ja, vom ja, Feeling ja, her. Du ja, weißt ja schon. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die macht das Baba, Alter. Oh, wow. Oh. Okay, Jux. Ich will jetzt nicht... Okay, egal. Butterkrustian, slow. Schickt uns alle, die ihr wollt, Mann. Ganz genau so, ich nicht anders, ehrlich, Bruder, das war Leistungssport gerade, ja. Was ist denn hier los, Allah? Fünf verschiedene Charaktere haben es geschafft, auf einem Level zu kommen. Auf einem Level zu kommen. Fünf verschiedene Welten. Löwe, Digga, Löwe. Fünf verschiedene Personen, aber es ist ein Song geworden, Bruder. Mach die Scheiße nach, mein Bruder. Ego beiseite und Musik sprechen lassen. Ein Butterkrossant, bitte. Ein Butterkrossant. Okay, Chat, der fertige Song. Der fertige Song. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Was kriegen wir hier rum? Okay, zuhören, Chat. Jetzt wird's interessant. Buttercrosser ist der Song, was? Ha, der ist Buttercrosser? Mein Pando. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Wetter. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne beinahe. Ihr Outfit ist verbass, ich glaub, dich hab Parra, du bist süß wie ein Butterkrossian. Viel Geld! Butterkrossian. Ach so. Ich muss sagen, der Beat und seinem, also das harmoniert gut, finde ich so. Der Beat ist sehr, sehr geil. Viele SIM-Karten, Digi, ich mach Risse, mein Hut, mein Viertel. Gio, will den Maximum Gewinn haben, weil hier alles brennt, kommt die Listen am Limit. Ja, Schwanz. Nokia Jet. Ja, Schwanz. Maximum Gewinn haben, weil hier alles brennt, kommt die Listen am Limit. Ja, Schwanz. Nokia Jet in der Seitentasche. Keine Chance, wenn auf Autobahn die Reifen platt sind. Auf der Straße werden die meisten schlafen, schwarzes Geld aus den weißen Platten. Schon wieder Randale in Hood, haben die 5-2 mal Platz für den langen Felder Fuchs. Zeigt den Adler in die Kamera wie Jerdan Shaqiri. I Perschen des Schiptarten Gatte Tova City. Oda Shuri. Das Ding kam gerade so ein Ellenbogen, Bruder, der dich schlafen legt. Harte Vocals, mein Bruder. Haben die mit harten Vocals? Bruder, das war gerade wirklich so ein Dach, Bruder, wirklich. Hart. Ich muss zurückspulen, ich muss ein Part nochmal, Bruder, wow. Die 5-2 macht Platz für den langen Felder Fuchs. Zeigt den Adler in die Kamera wie Jerdan Shaqiri. I Perschen des Schiptarten Gatte Tova City. Oda Shuri. Ich spielte die Gitarre nur für dich durch die Nachbarschaft. Zu viel Dramatik. Keine Zeit wegen Strada, muss mit Brüdern nach Amsterdam. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Wetter. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne beinahe. Ihr Outfit ist verbass, ich glaub, ich hab Parra, du bist süß wie ein Butterkrossian. Wir beten zu Gott, aber sündigen noch. Panoramablick im 17. Stock. Lauf die Treppen leise runter wegen Observation. Wenn Mystery kommt, push ein bisschen 11 o'clock. Lichter gehen an, bin ich wach im Viertel. Pussy sagt, warum bist du nicht hier? Bin am Treffpunkt Viertel nach 8, hab Bajar im Blut bis um Viertel vor 4. Locker, easy, Bro, wir zeigen keine Liebe. Niggas in der Nachbarschaft machen alles nur um zu geben. Ich hab hier mit Tardis meine Zeit vertrieben. Leider war halt keiner wie sie. Fuck, ich lebe ein Lowlife im Bando. Mein bester Freund war mal der Rausch. Und egal welche Uhrzeit, gibt Tempo, denn der Scheiß hört wohl nie auf.
Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen und tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Verdacht. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne bei Nacht. Ihr Outfit ist Babas, ich glaub, ich hab Para, du bist süß wie ein Burkhard Christian. Geil. Geil, 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 geil. Sehr geil. Sehr, sehr gutes Ding, muss ich sagen. Sehr, sehr geiles Ding. Also die Hook, das hat, also ich muss sagen, man hat einfach gemerkt, dass die Gruppe im Studio so geisteskrank gut harmoniert hat. Das merkst du einfach im Song, Bruder. Also Bro, nur hat seine Hook, fand ich super, Bruder. Die hat sie super gekommen, muss man einfach sagen. Haben die sein Part, war zu stark. Vor allem halt auch mal mit dem Gesang, Bruder. Dann hatten wir noch so einen aggressiven, dreckigen Rap-Part von Gio. Brel war halt bei der Performance nicht dabei, aber ich würde gerne seinen Part nochmal kurz hören, Chat. Niggas in der Nachbarschaft machen alles nur um zu gerben. Ich hab ihr mit Tardys meine Zeit vertrieben. Leider war halt keiner wie sie. Fuck, ich lebe ein Lowlife am Ende. Mein bester Freund war mal der Rausch. Und egal welche Uhrzeit, gibt Tempo, denn der Scheiß hört wohl nie auf. Dann die Hook. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen und tote Gesichter. Ey, wisst ihr, was das Ding ist bei dem Song? Der gibt mir, also, der wirft mich richtig so in eine Zeit zurück damals. Ich weiß noch, das ist so ein Lied, das habe ich damals, wo ich auf dem Weg zum Freibad war, gehört. So ein Lied hätte ich damals auf dem Weg zum Freibad gehört. Von dem Beat, von dem Vibe, oberkörperfrei zum Freibad. Ich weiß noch, Bruder. Es war genauso unsere Ding, unser Vibe damals. Geil. Schade, dass Brel nicht dabei war beim Dreh. Also beim Ding, ne? Aber muss sagen, auf jeden Fall solid, ey. 8 von 10, obwohl ich eigentlich sowas nicht höre. Deswegen, Freunde, ihr müsst euch mal ein bisschen drauf einlassen. Einfach hören. Es muss jetzt nicht euer nächster Favorite Song sein oder jetzt, okay, kommt nicht in meine Playlist, aber einfach so hören, bewerten. So bewerte ich es ja auch. Ich muss sagen, zum Beispiel von der letzten Episode würde ich zum Beispiel Champions League in meine Playlist packen. Was geht denn hier ab, ey? 15, er hat tiefere Stimme als ich, Modok. Ist hier noch jemand? Hallo? Le Malade. Ey, mich mal gehört. Malade, Chat, Malade. 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 Okay. Ey, wo bin Malad? Ich hier? Okay, danke. Malade, easy. Hey, who's that? Who's that? Ist das eine Mumie oder was? Ja, keine Ahnung, egal. Leo. Mit Atletico und so. Ah, nee, Jungs, ihr fickt mich doch. Das ist das. Kannst du auch spielen. Harte. Kleid an. Zwei sind schon drin. Ju. Bruder, ich bin geliefert. Kein Sibirier, keine Brille an, diese Glory Hole. Chat, Kanaken ohne Snooze, die sind nutzlos. Die fühlen sich nutzlos, Chat, glaub mir. Sammy 2.0. Was ist hier für eine Friedhofsstimmung, Alter? Was ist für ein Bizeps? You? Okay, easy. Easy. Ich dachte, Brock Lesnar ist bei Icon, Alter. VOG, einfach was geht ab? Crazy. Assalamu alaikum. Warte, wo sind die Leute? J.U. ist crazy. Bruder, J.U. ist crazy. Oh. J.U. sagt Sammy immer. Okay. Warte. Ich sag, wie es will. Scheiß drauf, ja. Warte kurz. Wer ist er, Uzi? Das ist 100% Amo. Warte, wo ist der Tisch? Keine Maske, nicht an. Achso. Uzi. Alter, wer Uzi hat Brust? Wer hat Bizeps, Bruder? Uzi, ja, Uzi. Die sind bei uns doch eigentlich alle tot. Darf ich einfach Arsch anfassen und gucken, ob es nicht ist? Nein, ne? Er wollte meinen Arsch. Pause! Ja. Was ist das? Ich
keine Brille an. Was? Alter, bei dir hatte ich recht. Bruder. Bei dir hatte ich den am Schlüssel getippt. Scheiße. Arsch anfassen ist crazy. Dachte ich mir, wie soll das jetzt, was sollen wir jetzt für einen Song machen, weil das waren so, what the fuck, das hat gar nichts, ich dachte mir jetzt, das wird nicht fuso, ach, egal, scheiß. Tschüss. Fusionieren, Einhard Monte-Syndrom. Sehr geil. Ach, ja. Krass, ich bin so weit. Sehr geil. Ich denke, ich muss auf jeden Fall erstmal in Sibirien starten. Ja. Ach du Scheiße. Danke, Sio. Top 25, ja? Yalla, let's go. Jungs, oder? Snippet. Let's go, bro. I'm out. Ey, Chat, fasst dieses Snooze niemals an, brüderlich. Wirklich brüderlich. Also, da Leute werden so süchtig davon, richtig dumm. Das wird sehr krass, oder? Jede Gruppe braucht einen Captain, Bruder. Ja, ich bin auch dafür, dass der Jude Captain. Walla, André Schürrle. André Schürrle. André Schürrle. Skandal, Walla. André Schürrle bei Mainz. Die Rockboy-Band. Mit der Louis Hosley. Ja. An Eck fahren. Louis Hosley, Walla. Fertig, Trainer, so, Walla. Ey, aber was geht ab hier? Diese wilde Casting-Couch. Ey, wirklich Sammy 2.0, Lan. Ich hab schon so ein paar Leute gehabt, wo ich gesagt hab, hoffentlich bin ich mit denen in der Gruppe. Und ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden. Nein, aber ey, Jungs, Walla, wir müssen direkt, wenn wir jetzt so reden über Song, ne? Mhm. Welche Richtung sollen wir gehen? Oder wir sind zu Walla, verschieden, Bruder. Ja. Oder das Ding ist, wir sind zu verschieden, ich schwöre. Ja, Bruder. Wir sind verschieden, aber wir haben auch so das Gleiche. Ey, Bruder, er redet ja wirklich wie Sammy. Ey, Bruder, warte mal. Ey, Leute meinten, Bruder, hört mal zu. Wir sind zu verschieden, ich schwöre. Ja, Bruder. Wir sind verschieden, aber wir haben auch so das Gleiche, Bruder. Wir können Mellow. Ey, das ist hart. Das Kicken, der ist tight on beat. Du hast maximale Mellos und Mr. Naturtalent sowieso. Also, oder jeder hat was, ja? Sammy nach Impfung. Müssen jetzt kochen, Bruder, was ist los? Wir müssen kochen, Alter. Ja, und Sammy kennt sich seit die klein sind, ja, Bruder, cool. Aber was? Was ist das Gericht? Er rappt doch wie Sammy, krass. Ja, nein, Jungs. Die Zutaten haben wir. Nur wir dürfen kein Kackgericht machen. Also ich, ey, Bruder, das ist sehr, also das ist ja krass wie ähnlich, ne? Also eine Sache, welche mir, glaube ich, Durchfall, Bruder, das ist unangenehm. Ich glaube, eine Sache sind wir uns aber einig, oder? Eine Sache sind wir uns einig. Ja. Erzähl, Bruder. Habibi, Hook Saint. Ja. Habibi Hussein, erstmal nix. Ich hab mal eine andere Frage, Uzi, wir haben das schon gesnipert, glaube ich. Ja. Mit Leo, diese Blickkontakt, diese Mikrofon da vorne, undercover gucken, Bruder. Ja. Was geht da, Bruder? Kann man ein bisschen Ratenzahlung geben? Ich weiß auch nicht, Bruder. Ich sag dir ein Spieler irgendwie. Ey, das Ganze kann man so raten, oder? Oder machst du Fenster auf schon? Warum? Frankfurter denken immer über reinnehmen, oder? Hey, Jungs, wir brauchen. Hey, oh, was geht, Leute? Hey, Max! Feuerwehrmann! Was geht, Felix? Unser Juni on the Beat! Ja, Bro, Leo. Nein, Felix, alles gut. Ja, bei euch. Ja, bei dir? Auf jeden Fall. Auch alles gut. Oder wir haben gerade ein Problem, ja? Ja, gut, erzähl. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Ja, erzähl's ja. Oder viele Styles. Baustellen. Oder? Zu viele Styles. Zu viele Styles. Zu viele. Das ist gerade, weißt du wie, darf ich erklären? Kennt ihr Ultimate Team? Ja. Kennst du Ultimate Team FIFA? Ja. Grad, Bruder, du machst Foot Draft? Du hast die krassen Spieler, keine Chemie. Starker Vergleich, aber Chat. Brüderlich, starker Vergleich. Das ist dann immer so ein Draft, wo du dir denkst, aller geil, aber gleichzeitig so, boah, weiß ich nicht so. Weil die Chemie halt reinkackt, so krass, aber stark. Es gibt dann aber auch Drafts, die gewinnst du halt mit der toten Chemie. Ja, du hast Ronaldo, dann hast du einfach den, aber keine Chemie einfach. Ja. Also, einfach Michel Ballack, Legende auf Bank. Ja, mein Problem, das, Bruder, Mann. Nein, aber... Überleg dir gerade was, ob es schafft, so mal auf den Track zu kommen oder. Ja, viele Schienen so, weißt du? Nicht nur, ob wir es schaffen, ich denke, wir schaffen es, aber das ist krasses, Bruder. Ja, heute war ähnlich wie bei der anderen Gruppe. Ich glaube, es waren zu viele verschiedene Ideen, zu viele verschiedene Köpfe, als dass man die wirklich auf einen Song kriegt. Bruder, wie kann das sein, dass wir die letzten drei Frankfurter sind, dass wir in einer Gruppe sind? Bruder, ich step kurz aus dieser Bitch. Ich sag dir, Bruder, das ist. Nein, Habibi, du bist auch. Habibi, wir sind auch die einzigen zwei Afrikaner hier, Bruder. Bist du auch Dings? Walla, Afrika Cup, Walla, Bruder, mein Bruder, Walla. Ich hab Koran, mein Bruderherz. Bruder, wie krank. Wisst ihr, was das Geile ist bei dem Format, Bruder? Die ganzen Jungs sind ja auch Lachkick, Bruder. Die haben alle Knacks, die sind auf Steine. Walla, Afrika, ein Kontinent, alles Brüder. Jawohl, Walla.
ihr könnt so alle drei diese eine Rap-Schiene so, sein kann melodisch, man kann das einfach auf Afro-Trap packen, ich sag dir ehrlich. Ja, ja. Bruder, Afro-Trap? Boah, gib ihm. Das King of Afro. Wir müssen auf jeden Fall nicht, dass wir eins, zwei Sachen und wir sagen, oh, das ist es. Ja, sondern dass wir jede, voreilig genau werden, Bruder. Ja. Weil im Endeffekt, mit Bruder, Geduld jeder will weiterkommen, Bruder. Ja, Bruder. Und jeder muss 100%, das ist der Runde, Punkt, Bruder. Am Anfang war es ein bisschen links, rechts, Probleme, Diskussion wegen dem Song. Es geht schon so. Wir machen sogar einen coolen Song drauf, aber nicht jeder hat 100% gegeben. Ja, das ist das Problem. Das Bruder, wir müssen für jeden gucken, Jungs. Gar nicht, lass uns nicht zu egoistisch sein. Maximum kommen. Nicht zu egoistisch. Aber Bruder, was ist, okay, was ist, wenn wir sagen, wir machen einfach erstmal so eine Skizze, wir gucken einfach so, jeder macht seine Topline, so, weißt du, wie ich meine? Und dann wir gucken einfach, wenn es passt, passt, wenn nicht, Bruder, irgendwas, Beat-Switch, irgendwas. Bruder, wir sind im Studio, weißt du, ich meine, man kann experimentieren, ein bisschen gucken, so, weißt du, wie ich meine? Oder Saint hat so krasse Melodik, das ist zu krass. Also. Hey, wow! Wenn das nicht reicht, wenn wir rausfliegen, dann wird Turnier abgebrochen. Spaß. Ja, nein, ich mache nur Spaß. Aber kann sein, vielleicht Podcast sitzen oder wieder ein oder andere. Nein, das ist eine andere Baustelle. Dazu äußere ich mich, wenn ich weiterkomme. Ich glaube, er wollte sagen, wie der ein oder andere anfängt zu streamen. Wenn ich weiterkomme, äußere ich mich auch, aber ich mache Spaß, ich mache Spaß. Oder was Melodisches zum Beispiel. Das ja, so ja. Achtbar, aber so, achtbar, so. Ich würde sagen, wir teilen so die Rap-Parts. Und die machen Hook zusammen, Bruder. Nein, Bro, das ist ich bin, ich bin. So war ein Front an Facet von Icon. Da habe ich auch was gehört von. Stimmt, der war ein Facet, ja, ja. Der will Hook machen. Muss einer Hook machen. Willst du nicht Hook machen? Hast du keine Melo? Bruder, doch, ich habe eine Melo. Ja, aber Bruder, so. Weißt du, dass wir die erste nehmen, Bruder? Und weißt du, was ich meine? Bruder, aber Jungs, wir haben jetzt eigentlich. Aber ich würde sagen, wenn seine Melo besser ist, dann. Aber weil, warte, ich glaube nicht, dass wir diesen wie safe nehmen, ja? Ich weiß. Nehmen wir die wie safe, hat er gesagt. Was denn? Was hat er gesagt? Bruder, oder Jungs, chill mal. Kann sein, dass er eine coole Scheiß Melo hat. Bruder, you. Aber ich denke nicht, dass er die. You heißt der Chat, you. Habt ihr es gehört? Scheiß drauf, Bruder, you. Er heißt you, Safi, er heißt you. Also nicht Fitner, Bruder. Ich wollte nur, ich hab. Ohne so. Ohne Alp. Wir sind alle. Ein bisschen unkorrekt. Valalimalat. Nein, Valalimalat ist melodisch. Ey, lass nicht diese Ding, Jungs. Chill. Mach. Lass einfach gar nicht diese. Ja, Walla, wir lieben uns alle, Bruder. Saint, ich weiß, du bist, ja. Mon Petit, ja, mon kleiner Petit, so deswegen, ja. Don Shoe, cause man hat die Lee, trop chaud, hein? So aufpassen. Ja, safe. Ich bin auf jeder Wave, die du haben möchtest, ich bin auch ready. So, warm anziehen. Auf jeden Fall, Leute, das, was ich zu Le Malat gesagt habe, war nicht so gemeint. Wir verstehen uns alle gut. Also, das war alles so auf Scherzbasis. Ey, wenn ihr wollt, ich schreibe für euch Texte, Jungs, kein Problem. Geht raus, geht was essen, ich schreibe für euch alle Texte. Ich gehe kurz raus, ich rufe Sammy an. Der schreibt mir. Für diese Runde Part auf diese Beat muss. Ah, ich brauch den Beat noch, Bruder. Boah, Ballert, du kommst auf diese Beat. Ja, ich wollte gerade sagen, die ganze Firma kommt auf jeden Fall. Ju. Also, ich sag, Chat, die hauen hier ein Brett raus. Okay. Ich hab nicht gut, das Daten wie bei Blutabnahmen. Ich hab gute Dassen, das mit guten Daten. Doch noch wann das Dassen, wenn es. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir gemerkt haben, dass wir fünf nicht auf einen Song passen. Wir sind alle gute Künstler, jeder ist stark. Jeder macht sein Ding auf seine Art und Weise geisteskrank, aber am Ende des Tages ist es Competition und jeder. Einer schreibt Rocket League Type, wie du Dreck. Will weiterkommen. Oder ist das über für deine Größe so gerade? Alle. Oh, hey! Labas. Schüsse einfach, Bruder, er hat gerade, Bruder, einfach so Schüsse. Ja. Das ist komm mal, Huckepack, Leo. Huckepack. Ja, warte, Bruder, ich komm jetzt. Bruder, was ey, Bruder, du sagst so alles okay, Bruder, du bist richtig korrekt, Bruder, ja? Bruder, ich mach das Ding ist, ich will ja einfach, dass wir alle auf etwas kommen, was die nicht erwarten. So. Aber, Bruder, du bist die Sache ist, korrekt. Ob das deine 100% sind dann, Bruder, Herz. Ja, Bruder, das wissen wir erst, wenn wir es machen, Bruder. Ja, Bruder, dann gib Gas, Bruder. So. Jo, mein Bruder, wie viel sind denn, Bruder, bei diese Dinge? Ey, Bruder, ist es, ich sag ehrlich, ist das okay, Bruder? Also es ist jetzt nur denke okay, warte mal, jetzt, man hat auf frische Ohr gehört. Fühlt ihr das überhaupt noch so? Oder wollt ihr das gar nicht mehr so weit? Bruder, seine Ding ist zu schade, um die zu verbrennen. Ja, die kannst du nicht verbrennen, Bruder. Die kannst du nicht verbrennen, aber wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, Bruder, wir müssen jeder ans Mike gehen. Halt.
Bruder Counter, ey Chat, ich höre das Bruder nicht mal mehr raus, weil ich mit so, weil ich auch nur mit meinen Jungs hänge, Bruder. Die hauen auch nach jedem Satz Bruder raus. Bruder, Bruder, Bruder. Ich höre das gar nicht mehr raus. Seine Hook, Bruder, und versuchen als Gruppe zu glänzen. Oder denkt jeder an sich, Bruder? Ich will nicht den der Spiel. Mach mal Bushido Beat. Bruder, aber ey, Bruder, du willst weiterkommen. Du willst weiterkommen. Mal lass, ich meine. Oder natürlich. Du. Walla, Bruder, hier kann man was machen. Walla, ich hab auch noch geschrieben. Jeder muss das Maximum rausholen, weil sonst, Bruder, geht nur dieses Mikrofon hier raus. Und wir haben noch ein Beat gehört. Wir haben gerade ein Beat gehört. Wir sagen, ja, okay. Wir haben noch ein Beat gehört. Bruder, das ist auch recht, Bruder. Bruder, das Problem ist, Jungs, wir können uns jetzt einen anderen Beat auch anhören, Bruder, aber der muss ja auch in dieselbe Richtung gehen, Bruder. Ist Bruder, so, das sage ich dir doch. Guck mal, wir können auf einen Song. Alle, Bruder. Wir können alle auf einen Song. Nur ist der Song dann nicht von jedem von uns 100%, Bruder. Ja, Bruder. Das wie das ich gesagt habe, mit Ultimate Team, Bruder. Dann weil, jetzt hör ich auf, Bruder. Jetzt habt ihr mich geknallt, Digga. Jetzt hör ich die ganze Zeit auf. Jetzt achte ich die ganze Zeit auf das Bruder, Junge. Wir haben krasse Zutaten, Bruder. Wir haben auch einen miesen Koch. Aber, Bruder, es kann auch sein, Bruder, dass Bruder. Der kurz sein Auge kratzt und der Song kommt. Song ist vielleicht trotzdem krass, aber es ist nicht von uns 100%, Bruder. Ja, das ist der Punkt. Sag ich seit 18 Minuten, Bruder. Ich weiß, ich hab den, glaube ich, 35 Mal gesagt, Leute, zu fünft. Das wird kein maximaler Song. Easy, Bruder. Nicht von jedem 100%. Ich rede, der redet dagegen, der sagt das, der sagt das. Der andere popelt, der andere kratzt seinen Arsch, Bruder. Das ist wie... Ey, Bruder, wie groß werden seine der Augen durch die Brille? Der andere popelt, der andere kratzt seinen Arsch, Bruder. Tschüss. Aber Bruder, warum? Also Bruder. Das ist wie... Ja, aber Bruder, was wollt ihr denn immer? Beat-Switch, Bruder. Bruder Uzi, du, weil ich glaube, Leo kann auf deine Types, ich auch. Ja, mach ich mal rein theoretisch, wenn ich, ja, ich mach, such mein Beat. Also wollt ihr jetzt mich und Malat von euch trennen? Nein, was für Trennen, Bruder? Das ist nicht scheiße. Bruder, dann ist doch keine Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht, was JU damit meint. Also, ich wäre dafür, dass wir alle als Gruppe gemeinsam einen Song machen. Würde ich auch viel mehr feiern. Bruder, denkst du, das geht überhaupt? Was denn? Das mit zwei Beats, Bruder? Beats, natürlich, Bruder. Oder aber wenn wir zwei Beats machen, dann sind wir irgendwo auch automatisch zwei Gruppen. Das ist es. Das war ja auch bei Kauter, bei der Gruppe, nicht so geil. Die einen haben das gemacht, dann haben Kauter und Suat gesungen. Das war halt überarscht, fand ich. Also das fand ich gar nicht geil. Nein. Ein Blut, Bruder. Was hat er gesagt? Er macht einen Song zu fünft, oder? Bruder. Ja, Bruder, wir macht einen Song zu fünft. Bruder, wir sollen doch einen Song alle zusammen machen. Ein Song alle zusammen, okay. Wir sind da drinnen und die Leute kriegen nichts auf die Reihe. Ich sehe, der Malat kommt mit dieser Bucket, da sind nur noch so drei Hähnchenkeulen drin auf harte Zeiten. Und er sagt die ganze Zeit, Leute, ich will zwei behalten und dies, das, aber nimmt euch. Kennt ihr diese, wenn ihr sagt, hier nimm, aber du willst nicht? Ja, aber vorher die Leute. Guck mal, ich habe bewusst nur Pommes genommen. Spaß, ich werde noch so hart ein Bruder, deswegen habe ich gesagt, ich muss ausprobieren. Eine Frage. Bruder, was geht denn jetzt ab? Hast du diese? Guck mal, hast du diese gefunden? Diese kam Bestellung. Auf einmal, Bruder, Herz, da kommt einfach Malat, kommt einfach in den Raum, bei Allah von irgendwo ein Chicken Bucket hat er gespawnt von KFC. Aber er war nicht draußen, ich weiß nicht, wo er den hat. Bruder, und der kommt mir so und der versteckt die einfach so mit Schale drauf. Dreckig. Bruder, ich hab aber ich hätte genauso gemacht. Mir direkt zwei gekeiert, Bruder, ganz normal, und dann war Energie drin. Dann waren wir auf Fleisch, Bruder, und dann haben wir Mikrofon gegessen. Mikrofon gegessen. S, Black Orange, FK Dress, ich jump im Bett, Cooper Test. Weißt du, Joel, da musst du auch direkt schnell. Der Uzi, der juckt nicht, der greift da rein, der hat diese Knochenmark aufgesaugt. Ich guck, da war gar kein Knochen mehr. Diese Chicken Wing war einfach leer, als ob der nur zwei Stück hatte. Wir leben in einer Zeit, du musst alles ausnutzen, jede kleine Fleischstücke. Jede Phase. Ich hab Bruder, das... Okay. Habibi Carsten, Bruder. Ich küsse dein Herz. Bruder, nimm sogar ganze Bucket von mir. Aber Hauptsache beim nächsten Mal, du machst einen fertig. Weißt du, wie ich meine? So. Ich glaube, diese KFC Buckets haben Magie. Das ist wie Hasch-Deutsch aus Ostenheim. Nein, Spaß. Mama, ich mach nur Spaß. Mama, ich mach nur Spaß, sagt er. Bruder, diese KFC ist auch magisch im Stuhlgang, mein Bruder. Performance. Jetzt ein Brett. Oh, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Bin dicke gespannt, was jetzt kommt. Okay, Chat, bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Malembe, jump, jump. Black Eagle.
Malembe, Lambe, Malembe. Malembe, Malembe, Malembe. Baby, where you come from? Damn. Du bist safe nicht von diesem Planet, in meinem Kopf tausend Fotos. Hab dich gesehen und mich sofort verliebt. Hab dich im Fokus, mm. Yeah. Du hast genau den Style, der mir gefällt. You are Schoko. Tonight I'll be your man. Oh, Sherry, wie du tanzt und so. Shake up, aber deine Hips, left, right und so. Deine Haut, Karamell, Schoko. Baby, das ist Lomo. Madame, du hast mein Kopf verdreht. Ich genieße den Moment. Deine Liebe, meine Therapie. Du verzauberst Bruder, meine Welt. Bruder, Malat. Sorry, ich muss pausieren. Bruder, Malat hat gerade. Bruder. Der erste Part von Sale war okay. Was soll das? Bruder, Malat hat gerade. Bruder, wow. Malat hat gerade einen rausgeknallt, Bruder. Das war. Man hat gemerkt, das ist. Also für mich hat sich so angefühlt, das ist Tam sein Element, Bruder. Also das ist so ein Ding, das. Bruder, du gehst direkt so ab. So, Baba, Bruder. Wir müssen nochmal sein Part hören. Sorry, Jeff. Wir müssen nochmal sein Part hören. Oh, Schoko. Tonight I'll be your man. Oh, Sherry, wie du tanzt und so. Shake up, aber deine Hips, left, right und so. Deine Haut, Karamell, Schoko. Baby, das ist Slow-Mo. Madame, du hast mein Kopf verdreht. Er hat gesagt, er liefert und er liefert. Deine Liebe, meine Therapie. Ja, Loki, so Pagel-Vibes. Ich hab auch ein bisschen so Pagel-Vibes bekommen, safe. Aber er hat gesagt, er hat geliefert, gell? Du verzauberst meine Welt. Tu es my baby, salam alimbe, mein Leben. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Du bist sweet wie ein Engel, aber teuflisch. Manchmal frech, aber ich weiß, du bereust es. Sympathisch, manchmal dramatisch. Du bist so, weil das einfach deine Art ist. Ich hab gemerkt, wie das Adrenalin in uns kickt. Die Lichter gehen aus und die Zeit bleibt stehen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich in deinen Augen blick. Genieß den Augenblick, nein, Alter, wirst du nicht gehen. Adrenalin in mein Körper. Verstehen uns blind, doch ohne Wörter. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Tu es ma baby, salam alimbe, my limbe. Geiler Vibe gewesen von dir. Sehr geiler Vibe gewesen von den Jungs, muss ich sagen. Die haben sich super geil ergänzt. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr Saint ist erst 15 oder so, ne? Das ist also, Bruder, gut gemacht. Das Einzige, was mir bei Malat aufgefallen ist, also das unabhängig jetzt von der Musik, Bruder, also so vom Bild, so von seinem Outfit und so, er passt gar nicht in diese Gruppe. Alle so auf Bauchtasche, Tracky und so. Bruder, er sieht aus, als würde er mit dem Ding, als hätte ich ihn letztes Jahr Juice Club gesehen, Bruder. Beat switch. Setzt euch hin und hört mir zu. Bin auf Strom, mir geht's nicht gut. Nein, ich sprich nicht einfach Uzi, sondern Amu Rap LaRue. Osama, mein echter Name, Ruhe, sorg für Bomben. Zubasa, wir dribbeln Bullen aus mit Kelly Knospen. Guapo, muchas gracias, doch ich sag kein Denada. Hasch aus Ketama, jeden Tag an Emenyan. Jump, jump, Marathon. TVs in der Leitung wollen uns in Karakol. Frankfurt City, Kappadokia, alle auf Ballon. Oh, oh. 12. Stock ist siegen, Kilos zum Balkon. Ha, Ragatom. Jump, jump, Marathon. Bande organisiert. Ich trag die Kalibri, ganz egal auf welcher Schiene war, ich bring immer Qualität. Hinten rechts im GTD, Geld kommt, Geld geht. Mich juckt sich, ob du's verstehst, ich bin auch Leo, wenn das vergeht. Komm vom Kilo, klein, klein, von Schlagen zu Stechereien. Wo ich wohne, kannst du nicht sein, wenn ich schwinge, fehlt dir ein Bein. Keine halben Dinger, lass dich heiß sein, sag kein Chinchilla, bin komplett in Nein. Oder mein Kopf hört nicht mal auf. Der Bandit am Mike macht, bis ich Geld hab wie Robert Geis. Jump, jump, Marathon. TVs in der Leitung wollen uns in Karakol. Frankfurt City, Kappadokia, alle auf Ballon. Oh, oh. 12. Stock ist siegen, Kilos zum Balkon. Ha, Ragatom, Jump, Jump, Marathon. Wesh, mein Frère im RS6, Performance, Pump mal S. Black Orange, FK Dress, ich jump im Bendo, Kuppertest. Blue Fassade aus Stahlbeton, Glock an der Sock für Parkinson. Brei mein Anorak, riecht nach Ammoniak und mein SX Runner riecht nach Aceton. Boah, Bruder. Juju ist Thema, Rockstar, Jacke, Leder. Drangeta, Grand Theft San Andreas.
Kappadok, ja, alle auf Ballon. Oh, oh. 12. Stock ist liegen, Kilos vom Balkon. Ragatom, Jump, Jump, Marathon. Ich muss sagen, guck mal, natürlich, dass das wieder nicht ein Song geworden ist, ist sehr schade. Ist immer interessanter so. So können die natürlich alle ihre Stärken besser zeigen. Ist auch logisch, die wollen ja auch alle weiterkommen. Völlig verständlich. Zane und Malat fand ich sehr nice. Also fand ich sehr geiler Vibe zusammen. Die haben sehr gut gematcht. Malat fand ich nochmal, ich weiß nicht, warum hat mir nochmal einen Tick mehr gefallen, ich weiß nicht warum. Bei dem Rap-Part jetzt hier, muss ich sagen, hat Leo auch gut, also ich fand Leo nice, Bruder. Ich fand Leo sehr nice. Uzi fand ich auch stark, aber Uzi hatte, glaube ich, nicht so viel, ne? Also Leo fand ich überraschend gut, Bruder, Real Talk. Kriegen safe dicke Minuspunkt, leider, ja. Und bei You war so, war auf jeden Fall, da fand ich seine Flow-Passage hier sehr nice. Ich will die nochmal hören. Jetzt gleich hier mit seinen Schuhen und so, hört mal, ich fand den Flow sehr nice. Formans, pump mal S, Black Orange, FK Dress, ich jump im Bendo, Kupater. Fassade aus Stahlbeton, Glockener, Sock für Parkinson, Bra, mein Anorak riecht nach Ammoniak und mein SX-Runner riecht nach Aceton. Den Part fand ich, den Flow muss, den fand ich sehr nice, Jake. Runde 3. Eine Runde mit Höhen und Tiefen. Wer kann sich unter den Top 25... Ah, Lasse war auch sehr geil, ja. ...sich abheben und sich ein Ticket für das Ausland sichern? Die Spannung bleibt groß. Sehr gespannt. Hier sind wir nun. Top 5... Oh, Sammy. ...25 Rap La Rue. Aus 1100 Kandidaten steht ihr hier. Aber jetzt kommen wir zur Qual der Wahl. Von euch 25 verlassen uns heute 10. Krank. Versteh mich nicht falsch, es geht nicht um den Song. Es geht gerade nur um die Teamarbeit. Das lag am Ende nicht bei mir. Das ist. Nein, ich will gegen keinen schießen. Aber wie vier haben maximal Ego. Boah. Abschließend, es wird nicht jeder aus eurer Truppe schaffen. Nächsten Sonntag, 18 Uhr. Geile Folge aber gewesen. Ich muss sagen, guck mal, die jetzt Rap La Rue zum ersten Mal mitgeschaut haben, checkt ihr, warum ich das Ganze so feier? Checkt ihr, warum ich das Ganze so feier, Chat? Retalk. Ich mag das einfach. Checkst du jetzt Bricky? Ich glaube, hier waren auch viele neue Leute drin. Selbst wenn man die Musik nicht fühlt, ich höre ja so Musik jetzt auch nicht so krass viel, weißt du? Aber zum Beispiel durch Icon und Rap La Rue habe ich angefangen, so Musik auch öfter privat zu hören. Und ich sage dir, für mich war es eine Erfrischung. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen von Rap La Rue. Checkt auf jeden Fall auch die Originalfolge ab. Shoutouts an Sammy für dieses geile Format. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Kommt gerne in die Streams. Thumbs up. Ihr wisst selber, Freunde. Passt auf euch auf. Haut da rein.